Es geht weiter mit Let's Play Die Gräfin und die Spinne. Und ja, wir haben den toten Mann vor uns liegen. Und was hat das so damit auf sich? Oh mein Gott! Igitt, ist er tot? Wie sieht's denn aus? Lass uns von hier verschwinden. Ja, wäre auch besser. Ja, kann ich hier noch irgendwas klauen? Nö. Ja, wir müssen auf jeden Fall abhauen. Und ja, wieder die friedliche Musik und... Oh! Ja, dreimal die Magietränke und drei Arzneimittel. Sehr schön. Aber jetzt merke ich, wer hat ihn getötet und warum? Ja, auf jeden Fall das Mädchen, das wir nun mit uns laufen haben. Die ist keine Protagonistin. Ja, die müssen wir jetzt ja zu den Typen ja zurückbringen, weil wir haben ja schließlich einen Deal mit denen gehabt, dass sie eine Frau wollen. Und ja, und die müssen wir jetzt denen bringen. Verdammt! Und die Sonne scheint auch so schön. Wie? Oh, verzeiht, dass ich mich mit meiner schlechten Laune konfrontieren musste. Geht schon, kenne ich. Ach, verzeiht, ich kann einfach keine Ruhe für ein nettes Plauderstündchen finden. Tja, dann will ich wissen, was euch plagt. Ja, ich will schon wissen, was euch plagt. Es sind viele Verfluchte... Ach, sind die Verfluchten im Wald? Halbwiesenflur ist so zu seiner Verwandtschaft gezogen. Ach, weggezogen, um in Sicherheit zu sein. Klingt ja gruselig. Frauen entführen sich wie mich. Und dennoch bleibt ihr hier? Muss ich ja. Ich habe ja hier meine Arbeit. Ich denke, da ist Hilfe aussichtslos. So ziemlich jeder Mordversuch ist gescheitert. Langsam aber sicher wird es zu bedrohlich und Wiesenflur stirbt aus. Na, ist ja ohnehin kaum was los hier. Vorsicht mit dem, was ihr sagt. Der alte Fritz ist ziemlich vernarrt in dieses Dörfchen. Tut alles und zu dessen Verteidigung. Wo kann man diesen Fritz denn finden? Ach, der rennt immer irgendwo bei der schönen Aussicht herum. Schaut einfach mal hinter den Häusern hier nach. Okay, der scheint ja auch nochmal eine Rolle zu spielen. Den Namen haben wir auch schon mal gehört. Und du tanzt. Dieses Kind dreht sich einfach nur wie verrückt im Kreis. Hallo du da, ich bin Lieschen Sausewind. Na, dann sause mal schön durch die Gegend. Aber kotzt mich nicht an. Na gut, jetzt hier sind wir jetzt an einem von den Klippen, aber hier ist nichts. Diese vermaledeiten Schufte. Die Verfluchten, wie ich annehme. Ja, ich suche schon seit längerem nach dem Verfluchten nahe der Schlucht. Ja, und weiter? Diese Ratten gehören ausgerottet. Eine Meuchelmission? Nein, danke. Ich würde es selbstverständlich horrend belohnen. Nein, verflucht nochmal. Gibt es denn keinen vernünftigen Lösungsweg, alter Fritz? Tot. Ach, das ist er ja schon. Verstehe, tot. Dem ist nun wirklich nicht mehr zu helfen. Mag ja sein, dass die Verfluchten nicht ganz rechtens vorgehen, aber diese Mordschreie kann und will ich nicht gutheißen. Das stimmt. Na gut, dann gucken wir uns jetzt mal hier ein bisschen um und das hier scheint ein Laden zu sein. Gehe ich auch mal rein direkt, wir haben auch noch viel Geld. Oh, was ist das für ein Typ? Willkommen in einem bescheidenen Geschäft. Hier werdet ihr alles finden, was ihr für die Wildnis oder dem Haushalt gebrauchen könnt. Dann kaufen wir mal... Oh, der ist aber teuer. Und dieses Item weist schon mal darauf hin, dass es mehrere Protagonisten geben wird. Ja, ich nehme mal hiervon einen mit, zwei oder zwei. Ja, okay, jetzt habe ich glaube ich fünf davon, genau. Ja, nehme ich auch mal mit. Magietank, auch dass ich fünf Stück davon habe. Und den Rest bewahre ich noch auf, falls es mal sowas wie... Schade, ich kann da nicht rein. Falls es mal sowas wie... ja, bestimmte Rüstungsteile noch gibt, die teurer sind. Verschlossen und... was gibt's denn hier noch? Ja, soweit, dass ich das überblicken kann, ist das hier ein Weg, der jetzt direkt zum Nordgebirge führt. Da will ich jetzt bestimmt nicht hin. Ja, weil wir auch noch nicht hin müssen. Passt dann, ja. Und hier links ist nochmal eine schöne Truhe. Mit Fruchtkreation. Ne, ja doch, Frucht. Okay. Oh, das soll ich mal ausrüsten. So, sehr schön. Ja, und dann das Haus hier da, das war ja auch noch verschlossen. Beziehungsweise da konnten wir nicht rein. Dann gehen wir nochmal Richtung Wald. Weil da haben wir ja auch vieles noch nicht ganz erkundet. Zum Beispiel hier nach
Ach ja, jetzt zum Landstrich. Aber zum Beispiel ist hier noch eine Höhle, die können wir uns auch nochmal davor angucken. Weil es ist auch wieder Tag, jetzt sieht man auch wieder mehr. Auch die Höhle ist jetzt viel heller. Was geht denn da ab? Magietränke. Ist das vielleicht ein Bosskampf? Weil dann sind die Ritter da oben. Und die bewachen eine große Truhe. Zwei Stück sogar. Gefahr. Ja, ich speichere hier erstmal und von denen behalte ich mich erstmal fern. Erstmal einfach nach unten. Da sieht man die Hand vor Augen nicht. Ach so, ich darf ja gar nicht hin. Na gut, dann einfach mal zu denen hin. Die sehen nicht direkt freundlich aus. Eine Konfrontation sollte ich meiden. Ach so, kann ich nicht. Okay, spielt also auch erst später eine Rolle. Na gut, dann haben wir wohl keine andere Wahl, als ja, als einfach wieder zurückzugehen. Und hier wieder spielen hinterm Baum. Nö. Auch, aber der Nebel ist trotzdem noch da. Also ist auch sehr schön gemappt, diese Bäume. Die sehen ziemlich geil aus, auch dass das so viele unterschiedliche Bäume sind. Das sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Und ja, nein, ich wollte eigentlich nicht. Ach, Mensch, ich wollte eigentlich nicht zu der Spinne. Aber ich glaube, sekundäre Kämpfe werde ich echt nur noch offscreen machen. Weil für die Aufnahme ist das einfach nicht schön. Ich werde auf jeden Fall mal im Internet gucken, ob es vielleicht irgendwelche Möglichkeiten gibt, ob andere das Problem haben oder ob man das dann halt irgendwie umgehen kann oder es da irgendwelche Kompatibilitätssachen gibt, mit der das dann besser funktioniert. Und Scheiße. Ich habe gerade so eine böse Vorahnung. Bitte töte dich. Scheiße. Scheiße! Das war dumm. Auch nur weil die, ja, weil nicht getroffen wurde. Ja, und dann wieder dieses Arachna-Face, das Sephiroth sehr ähnelt. Aber gut, dass ich ja hier gespeichert habe, ist ja. Ja, sind wir noch am Anfang und jetzt werde ich ja nicht in den Kampf reinlaufen. Nee, also nochmal tue ich das nicht. Ja, jetzt gehen wir einfach vorbei zu den Typen hin und. Oh, die. Ah, muss schon hier raus. Und ja, jetzt haben wir, was wir. Ja, was die brauchen. Nanu, keiner da. Das ist auch sehr merkwürdig, dass ja. Überhaupt, dass der Typ ja auch da noch tot ist im Hotel. Das ist sehr komisch. Hier sind wir jetzt ganz alleine, nur wir beide, du und ich. Das hat ja nichts zu bedeuten. Und ob? Also ich. Okay. Aha, eingesperrt. Die Frau treibt mich in den Wahnsinn. Warum sind die drei eigentlich nicht da, wenn ich sie brauche? Oh, ja, die haben sich bestimmt schon verwandelt, oder? Ah, nee, jetzt ist ja die Nacht wieder um, aber. Oder wurden die irgendwie entführt oder was auch immer? Und was geht jetzt ab? Ah, da sind die. Ich hab's einen Stein mit Spinnen drauf. Sehr gut, danke, Kalja. Und ihr? Habt ihr auch wen gefunden? Ja, sie wartet schon drin. Aber erklärt es ihr ruhig. Mach's gut. Ich hab jetzt was zu tun. Ich hab jetzt zu tun. Bis die Tage. Ja, trotzdem mal rein. Was ist. Ob es irgendwas. Ich hätte die beiden lieber nicht stören. Achso. Bei den Mädchen weiß man echt nicht, entweder ist sie wirklich so ein bisschen fanat oder irgendwas stimmt mit der nicht. Das weiß man auch nicht so genau. Und jetzt mal wieder eine Arach. Verdammte Spinnenviecher. Mir fällt gerade so ein, ich habe gerade, als ich gefällt habe, habe ich tatsächlich mit dem normalen Angriff angegriffen. Kann das sein? Na gut, aber. Oh, wir haben Stufe 4 erreicht mit verfluchter Schlag. Hat sich doch das Level Up noch gelohnt und die Animation sieht episch aus. Okay, effektiv gegen verfluchte Wesen, okay. Ah, immer diese Werwolf-Geräusche. War jetzt hier noch was? Genau, ich komme nur, glaube ich, erstmal gar nicht entlang, oder? Oder bin ich da gar nicht weitergegangen?
Wenn mir etwas dazu einfallen würde, könnte ich mich ja zu diesem Baum äußern. Allerdings könnte ich nichts Hilfreiches von mir geben. Na gut, dann gehe ich erstmal weiter nach oben erstmal. Ob mir Josef eine Nachricht hinterlassen hat? Ja, gucken wir mal nach. Na, hier ist der Typ auch schon mal. Kann ich etwas für dich tun? Ja, sehr gern sogar. Vielen Dank. Können Sie mir bitte sagen, ob jemand eine Nachricht für mich abgegeben hat? Da fragt doch einfach bitte meine Frau. Okay. Ah, ist ich auch hier runter, ne? Ah, ich will nicht in den Keller. Warum nicht? Du willst dahin. Ich will dahin. Ach, Jungchen, na, was willst du? Ich bin bloß hier, weil ich fragen wollte, ob jemand eine Nachricht für mich abgegeben hat. Eine Nachricht? Nicht, dass ich wüsste. Nicht? Das ist merkwürdig. Er hat mir doch gesagt, er wolle eine Nachricht hinterlassen, wenn er fortgeht. Ach, jetzt weiß ich, wen du meinst. Josef, unser Schmuggelkönig. Ja, der. Er war tatsächlich bei mir. Was hat er gleich gesagt? Ach ja, genau. Er wollte in die Kirche von Felsenflur. In die Kirche? Aber warum? Ich dachte, die ist bis auf Weiteres gesperrt. Das ist sie auch immer noch, aber du musst wissen, dass er dort gerade seine Schmuggelwaren versteckt hat. Ja, versteckt gehalten hat. In einer Kirche? Kein sehr gottesfürchtiger Platz. Okay, ein sehr jottenflüchtiges Geschäft. Aber sagt, woher wisst ihr von seinem Versteck? Ich war mal eine Zeit lang seine Freundin. Er war mir eine große Liebe. Oft sind wir gemeinsam dorthin gegangen und haben, naja, du verstehst. Ah, oh, okay. Ja, ja, verstanden. Naja, ich muss auch mal wieder alles für heute Abend vorbereiten. Wiedersehen. Und ja, gehen wir mal hin dann zur Kirche. Aber da fragt ihr euch, wie die aussieht. Also da damals war ja ein ziemliches Massenmassaker. Und oh, die ist schon wieder da. Die. Oh, cool. Sag mal, verfolgt ihr mich? Ich? Euch? Nein, bestimmt nicht. Na, nein. Dann verzeiht mein Auftreten. Ah ne, na fein, sagt ihr. Das kann ich mal so sehen, weil ich habe da mit meinem Timer oben rechts immer und der überdeckt das dann mal so ein bisschen. Schon vergessen. Wenn ich mich vorstellen dürfte. Diabela Pyro Arcus, glaube ich. Freut mich, mein Name ist Raphael. Und euer vollständiger Name? Mein Familienname Grave. Raphael Grave also. Nett euch kennenzulernen. Darf ich fragen, was euch in diese Region führt? Darf man. Allerdings werdet ihr keine Antwort erhalten. Ich hoffe, ihr verzeiht. Also gut, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay, könnte sie vielleicht einer der Protagonisten werden? Wer weiß. Ja, dann gehen wir zur Kirche. Ich hoffe, wir können es auch da rein. Ah, natürlich das vorerst mal speichern. Verschlossen? Komisch. Vielleicht kann mir ja Herr Silberblick helfen. Sehr schön, da ist er nämlich auch. Was kann ich für euch tun? Ich brauche Hilfe. Ich muss unbedingt in die Kirche. Allerdings ist sie abgeschlossen. In die Kirche? Das geht leider nicht, junger Mann. Ich habe keine Erlaubnis, die Fremde zu öffnen. Fremden zu öffnen. Anweisung von oben. Bitte, Herr Silberblick, es ist mein einziger Anhaltspunkt. Ihr mit eurer spinnigen Suche nach einer Armee. Na bitte, wenn ihr dann Ruhe gebt. Hier habt ihr den Schlüssel. Ich will ihn aber gleich danach wieder zurück. Okay, sehr schön. Gut, dass er es noch eingesehen hat, dass wir da rein müssen. Das hat jemand aber gut abgeriegelt. Ja, komm jetzt rein da. Mit ein bisschen Geduld und Spucke. Wow. Oh. Josef! Und sehr dramatische Musik. Oh mein Gott. Was steht denn hier? Brüderlichkeit. Ey, Bruder. Brüderlichkeit? Dein Bruder. Ich sollte Herrn Silberblick Bescheid geben. Oh mein Gott. Okay, das wird ja immer krasser. Und ist jetzt auch noch was? Dass hier alles zerstört ist, sehe ich auch so. Oh Gott. Ja, ich sag auch Gott und das in der Kirche, okay. Reden wir mal direkt mit dich. Was geht denn hier ab?
Ja, am Anfang des Parts ein Toter, jetzt am Ende des Parts ein Toter. Ja, ist das Ende des Parts, aber wir reden trotzdem noch mit ihm. Herr Silberblick, was ist passiert? Ihr seht ja aus, als hätte man euch mit Kreide eingestäubt. Josef wurde ermordet. Was? Das ist ja entsetzlich. Ich hatte gleich ein komisches Gefühl bei der Sache. Wobei. Habt ihr sie nicht gesehen? Die Frau mit dem graublauen Haaren? Frau Arkus? Letztens kam sie hier zum ersten Mal vorbei. Nie hat sie mit jemandem gesprochen. Stimmt. Ich habe sie ja auch schon im Wirtshaus und im Gasthaus gesehen. Das erklärt dann den toten Rezeptionist. Aber warum dieser Zettel? Brüderlichkeit. Das lässt doch eher auf den Bruder schließen. Ich danke euch für alles, aber nun muss ich los. Hier euer Schlüssel. Vielleicht kann ich den Mörder noch einholen. Macht's gut. Viel Glück bei eurer Suche. Aber ich muss sagen, das ist echt interessant. Also man weiß jetzt echt nicht, wer das ist. Ob das jetzt wirklich der Bruder ist von dem Josef oder diese Frau, die ist ja auch so merkwürdig gewesen. Oder ob Arachne auch noch was zugekommen ist. Man weiß jetzt echt gar nichts mehr. Das ist schon ziemlich nice. Na, wir gehen auf jeden Fall erstmal weiter. Guck mal, ob hier noch. Ah, ne, sind jetzt noch die beiden. Ich gehe auf jeden Fall dann erstmal weiter. Weil, ja, irgendwelche Anhaltspunkte müssen ja noch sein. Und nein! Ist ja nie. Nö, die war ja nicht noch 1,5 Felder von mir entfernt oder so, ne? Naja, zwängen wir dich mal in die Ecke. In Slow Motion. Oh, die kann vergiften. Verdammt. Aber dafür ist sie trotzdem tot. Aber dafür muss ich mich jetzt auch erstmal heilen. Obwohl, ach nee, Statusveränderungen lassen also nach, wenn man aus dem Kampf draußen ist. Das ist ja schon mal praktisch. Hier scheint es nichts mehr zu sein. Nee, die werden jetzt erstmal nicht gestört. Und du lässt mich in Ruhe. Und ja, gehen wir einfach mal weiter. Denn vielleicht kommen wir jetzt an Wiesen vor, ist wieder mehr Anhaltspunkte. Oder in dieser Höhle. Hä? Der Schrei kam aus der Höhle. Okay, ja, warum muss ich den Part mal so dramatisch enden lassen? Ja, was mit diesen Schrei dann auf sich hat. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, jetzt habe ich echt keine Ahnung gehabt, was wir jetzt genau machen müssen. Dass wir jetzt mal wieder nach Anhaltspunkten suchen. Aber ja, was es mit diesen Schrei auf sich hat in dieser Höhle, das sehen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid dann weiterhin dabei. Und dann sage ich mal, bis dann.